Es geht um eine Mutter, die die beste Mutter eigentlich aller Welten ist für ihren 7-jährigen Sohn, aber heroinabhängig ist. So, und der Film geht quasi um die Liebe zwischen den beiden und der zeigt irgendwie auch ihren Kampf gegen die Heroinsucht und dass sie irgendwie ja, es schwer schafft, davon loszukommen, obwohl sie ihren Sohn so sehr liebt. Weißt du eigentlich, was Sucht ist? Ja, klar. Was denn? Es ist, wenn man was hat und das dann unbedingt wieder haben muss. So, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Erasmus, ich bin der Betreiber des Kinos und bin wieder mal hoch erfreut, dass wir erstmal einen tollen Film und auch noch mit Begleitung Ihnen heute vorstellen können zu dieser frühen Abendzeit. Aber das ist ganz gut, da kann man nachher noch schön zusammen über den Film reden und hat ein bisschen mehr Zeit, vielleicht noch einen drauf zu trinken. So, ich darf erstmal unsere Gäste vorstellen und nach vorne bitten den Regisseur Adrian Geuginger. Und dann darf ich noch die Verleiherin des Films nach vorne rufen, die den Mut hatte, diesen Film ins Kino zu bringen oder hat. Und das ist Claudia Oettrich von Filmperlen. Hallo, auch von der Seite vom Verleih Filmperlen und stellvertretend für den Produzenten Nils Dünker, der heute leider nicht da sein kann. Weil aus Krankheitsgründen, Grippe und so weiter. Und wir wollen uns recht herzlich bedanken bei der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, heute anwesend Karl Bergengrün und beim SWR, Frau Brigitte Dieter ist heute da, die kommen dann alle noch auf die Bühne und auf alle Fälle herzlich begrüßen, schön, dass Sie alle da sind und ich gebe jetzt weiter an den Regisseur. Vielen Dank. Ah, vergessen, ich bedanke mich auch beim Kino, bei Herrn Erasmus, dass wir heute die Premiere hier machen dürfen. Danke. Genau, also ich will jetzt auch gar nicht mehr viel sagen. Man kann nicht dann nach dem Film, macht es mir meistens mehr Sinn, darüber zu reden. Ich muss aber auch die Schauspieler entschuldigen, weil mich schon ein paar gefragt haben. Also wir haben einen Schauspieler da, der kommt dann noch als großer Überraschungsgast. Aber die Verena und der Jeremy, also die beiden Hauptdarsteller, sind leider aus beruflichen Gründen, der Jeremy muss in die Schule gehen und die Verena muss arbeiten, können leider nicht da sein. Ja, genau, und ich möchte mich auch nochmal anschließen und mich bedanken beim SWR, bei der Brigitte Dietert, die echt den Film, ja, wie sagt der Wolfgang so schön, du warst die Geburtshelferin des Films und dann auch von der MFG, der Karl Bergengrün und Robert Gehring, die ja dann da mitgezogen sind und den Film möglich gemacht haben. Und das ist ja beim österreichischen Film wirklich nicht selbstverständlich, sage jetzt mal, dass da so eine starke baden-württembergische Unterstützung dabei ist und ja, vielen, vielen Dank dafür. Mir war es einfach wichtig zu zeigen, dass auch drogensüchtige Menschen Gefühle haben können und Emotionen und liebevoll sein können und gute Eltern sein können. Weil oft steckt man ja Drogensüchtige so in Schubladen und sagt, das sind kategorisch schlechte Menschen, so die versauen ihr Leben, die gefährden andere, aber die Menschen tun das ja nicht freiwillig. So, die machen das ja einfach, weil sie nicht anders können. Und das war mir wichtig und ich wollte einfach eine authentische Milieustudie auch von dieser Zeit in den 90er Jahren in Salzburg machen. Hast du leicht nicht studiert? Wieso hast du nicht studiert? Weil ich Mama geworden bin. Also die Frage war, der kleine Junge, der Jeremy Milliker, der den Adrian spielt, wie der gefunden wurde und wie der das durchgehalten hat. Also gefunden ist ja auch bei so Kindercastings immer nur die halbe Miete. Also wir haben 200 Kinder gecastet und er war dann relativ schnell auch der Beste. Also ich habe dann auch immer so Probetapes rumgeschickt, du erinnerst dich vielleicht, Brigitte, gell, mit den 3-4 Favoriten. Und da waren wir uns eigentlich alle einig, dass er der Beste war. Dann ist auch relativ früh die Verena Altenberger dazukommen in diesem Castingprozess, die seine Mutter spielt. Einfach, dass man sieht, ob die Chemie stimmt, weil die beiden müssen sie ja mögen. Und dann, nachdem er festgestanden ist, haben wir aber nur ein halbes Jahr geprobt. So, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und was du halt oft einfach bei Fernsehen oder bei Niedrig oder einfach, ja, was irgendwie Regisseure oft nicht machen, leider, aber das braucht es eben gerade bei Kindern. Weil du kannst ein Kind nicht sagen, okay, jetzt stell dir vor, das ist deine Mutter und stell dir vor, du magst sie, sondern ein Kind muss die Person wirklich mögen und der Person und auch mich wirklich mögen und mir wirklich vertrauen. Und
Das ist aber auch noch nicht alles, weil dann muss man natürlich noch inszenieren. Und da habe ich zum Glück von meiner Idole ganz tolle Tipps gekriegt von Ben Zeitlin. Der hat den tollen Film Beasts of the Southern Wild gemacht. Hat vielleicht ein oder andere gesehen. Und der spielt auch als 6-jähriges oder 7-jähriges Kind die Hauptrolle. Und ich habe mit dem geskypt 2 Stunden und der hat mir erzählt, wie er das gemacht hat. Und der hat einfach um das Kind immer ein bisschen herum inszeniert. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also als Beispiel, du kannst ja einem Kind auch nicht sagen, so, und wenn das passiert, dann spiel mal überrascht. So, sondern du musst ein Kind wirklich überraschen. Und zum Beispiel bei dieser Szene mit den Zigaretten, also wo der Jugendamtmitarbeiter die Zigarettenpackung findet in der Jacke, da haben wir 4 Takes gemacht und es ist nichts passiert. Und die beiden haben nur geredet und der Jeremy hat gar nicht gewusst, dass irgendwas anders passiert. Und dann habe ich nur dem Erwachsenen gesagt, okay, und jetzt erfindest du die Zigaretten. So, und deswegen war Jeremy seine Reaktion dazu, weil er halt wirklich nicht wusste, dass das jetzt passiert. Und so haben wir das dann bei jeder Szene gemacht. Ich habe zum Glück ein gutes Gedächtnis, was meine Kinder betrifft. Also ich kann mich immer noch an sehr, sehr viele Sachen erinnern, die ich als Kind erlebt habe. Dann hat es noch Recherchefotos gegeben, also Fotos, die aus der Zeit gemacht worden sind. Also Tagebücher-Einträge gegeben von meiner Mutter und von meinem Stiefvater. Und mein Stiefvater, der auch im Film verkörpert wird von einem Schauspieler, der lebt auch noch und der hat mir auch noch ganz viel gesagt, wie das damals war. Und dadurch ist dann schon im Endeffekt ein ziemlich schlüssiges Bild eigentlich über die Zeit dann entstanden und das habe ich dann eben versucht, im Film umzusetzen. Ich muss da was gestehen. Ich habe gestern geschlafen, wie du deine Geschichte vorgelesen hast. Ich bin schon müde. Aber ich hab's überhaupt nicht mitgekriegt. Ist egal. Ich persönlich finde, dass die Tonebene ja mindestens genauso wichtig ist wie die Bildebene vor einem Film. Und bei dem Film jetzt habe ich versucht, auch diese Bedrohung durch die Sucht, durch die Depression, durch die Drogen, dass ich die auch auditiv irgendwie zu sehr spüren lasse. Dass eben ja einfach mal merkt, sie ist nicht nur jetzt örtlich gefangen irgendwie, sondern auch ihr Inneres ist gefangen von der Sucht. Und das lässt sich jetzt sehr gut durch Ton machen. Und ich habe dann diese Albtraumebene quasi dann tonal unterlegt mit dem Moment im Film, wo sie rückfällig wird, die Mutter. Warum hast du so einen guten Ton gemacht? Naja, ich habe mit 15 angefangen, das heißt, das ist ja dann jetzt doch 15 Berufsjahre. Das ist ja dann gar nicht mehr so wenig. Wow. Ja, also es ist, aber zum Beispiel, weil Sie es angesprochen haben mit Schnitt, das ist auch tatsächlich eine wirkliche Koryphäe des österreichischen Films geschnitten, die Ingrid Koller, ich weiß nicht, Hans Beller kennt sie vielleicht, die hat auch, was hat die geschnitten, was kennt man in Deutschland für österreichische Filme? Poppits, haben sie zu euch geschafft, Hinterholz 8, solche Sachen, weiß ich nicht, ob man das bei euch kennt. Ja. Also die ist wirklich über 60 und die hat wirklich da eine ganze Erfahrung reingelegt. Also es ist ein guter Mix aus Jung und Alt, glaube ich, war das in der Crew. Mein Name ist Oliver Arnold und ich bin VFX-Producer bei Chimney und wir haben die visuellen Effekte bei Die Beste aller Welten gemacht. Es gibt vor allen Dingen Szenen, die visuell offensichtlich visuelle Effekte brauchen. Zum einen der Dämon, der in der Geschichte vorkommt. Da war am Anfang unklar, ob der echt so dargestellt werden kann. Das wurde jetzt mit SFX-Masken gemacht, mit Make-up, aber auch noch zusätzlich von uns unterstützt mit visuellen Effekten. Und vor allen Dingen am Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, gibt es eine Explosion. Da haben wir auch eben unterstützt mit visuellen Effekten. Sonst sind es eher kleinere Arbeiten, wenn ein Mikro mal im Bild war oder ja, Retuschen, die eben notwendig waren. Manchmal müssen Schilder ausgetauscht werden. Das ist ja doch ein Film, der vor 20 Jahren spielt. Da ist vieles dann ja, heute nicht mehr so, wie es damals war. Das mussten wir eben abändern. Die Auflösung ist 2K, also 2000 Pixel in der Breite. Das ist das gängige Kinoformat. Das wird dann in der Regel auch aufgeblasen auf 4K. Genau, so was eigentlich 16 mm entspricht beim Film. Mama, können wir eigentlich Abenteurer werden? Ja, sicher. Es ist echt der echte Beruf. Wieso fragst du? Nur so, ist mir cooles Wert. Machen wir mal durch. Wenn du das unbedingt werden willst, dann kannst du das auch werden. Okay? Du musst einfach nur das machen, was du unbedingt willst und nicht irgendwas, weil da irgendwer anderer das sagt. Versprich mir das. So richtig. Wenn du Abenteurer werden willst, dann wirst du Abenteurer, okay? Der Film ist ja erzählt aus der Perspektive des Kindes, aus der Perspektive des 7-jährigen kleinen Adrian.
und dem haben wir eigentlich alles untergeordnet. Das heißt, die Kamera ist auf der Höhe des Kindes, schaut immer rauf, ist in Bewegung, es ist fast alles Handkamera. Und wir haben auch dann die Fantasieträume von dem Kind visualisiert und die wirklich gezeigt. Also wir haben wirklich alles dieser Perspektive des Kindes untergeordnet. Also ich habe ganz viele Träume gehabt als Kind, negative und positive, mehr negative, mehr Albträume. Und ja, das war einfach eine Welt, die mich fasziniert hat als Kind, so diese Kelten und diese Abenteurer, die in die Höhlen damals gelebt haben. Und ich habe damals gedacht, dass es noch Magie gibt und dass es damals Magie gegeben hat. Und deswegen haben wir uns einfach dazu entschlossen, diese eine gleichbleibende Welt zu erzählen, damit da ein roter Faden reinkommt. Zuerst habe ich einen Schauspieler angekündigt. Mein persönlicher personifizierter Albtraum ist da, nämlich der Darsteller des Dämons. Ihr werdet ihn fast nicht erkennen, der Frank Dees. Und, du hast ja den Film jetzt gerade zum ersten Mal gesehen, ja. Oder? Ja, und sofort? Hast du Angst vor dir selbst? Nein. Es ist ein toller Film geworden. Und ich kann nicht so viel sagen jetzt gleich. Es ist toll. Vielen Dank. Nicht zu danken. Ich sag danke. Gemeine Frage, gell? Oder ich kenne einen, der hat das ewige Leben in der Hand. Er hat's in der Hand, Mann! Und er holt das hin, an jeden von euch. Ich müsst es nur annehmen. Und das hat's frei. Wenn du jetzt wieder mit deinem Jesus-Schaß anfängst, hau ich dich aus. Hey, ich hab so ein Loch, so eine Leere in mir drin gehabt. Auch jeder hat eine Leere. Ihr habt es auch. Nein, wir haben keine Leere. Freilich, freilich. Aber er hat mir den ganzen Scheiß und den ganzen Lost angenommen. Und er hat mir den Frieden gegeben. Und glaub mir's, der Frieden ist geiler wie jeder Schuss. Ich finde, dass Filmmusik, wenn es zu häufig eingesetzt wird, die Filme oft irgendwie kaputt macht. So, man will dann irgendwie die Emotion noch stärker rausbringen oder so, und das wollte ich vermeiden mit dem Film. Es gibt bei meinem Film ganz viel Source-Musik, das heißt schon bestehende Lieder, die dann aus dem Radio kommen. So, das war mir wichtig, um mal diesen Zeitgeist der Hippies irgendwie da einzufangen. Und die Filmmusik habe ich dann ganz bewusst nur an 4 oder 5 Stellen im Film gesetzt, wo eben das Abenteuer wirklich rauskommt und wo eben der Junge wirklich ja, eben der Abenteurer ist, der sein will. Weil das ist mir irgendwie ja, sinnvoll vorkommen. Ich würde nie, und ich finde es ganz schrecklich, wenn man so dramatische Szenen dann irgendwie nur mit Musik untermauert. Das ist meistens viel stärker, wenn man einfach nur das Bild wirken lässt. Ich habe mit dem Komponisten gemeinsam den Film angeschaut und habe ihm schon genau gesagt, wo ich Musik sehe und wo nicht. Also es ist nicht so wie manchmal bei Fernsehfilmen, dass der Komponist alleine komponiert und das war's dann, sondern es war immer in der Absprache von Anfang an. Gut, vielen Dank und auch an euch, dass ihr alle da wart. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Es gibt keinen Director's Cut oder keine alternative Filmversion. Ich bin da sehr stur und mir war schon beim Schnitt klar, dass das irgendwie die beste Version ist. Also hoffe ich, das ist eine subjektive Sache, meiner Meinung nach. Und ja, was man jetzt im Kino sieht, ist die einzige existierende Schnittversion.